Gute an alle da draußen und danke, dass ihr das super tolle wieder eingeschaltet habt. Hier kommt man so mit Terraria 1.2 Konsolen-Update in Farbe und Bunt. Mittlerweile glaube ich schon Part 4. Ja, ich nehme gerade am Stück ziemlich viel auf und ich hoffe, mein armer Laptop hält es aus. Ich brauche immer noch einen besseren PC. So, jetzt sollen wir in der Wüste angelangt hier. Ich will mal hier abbauen, wo der Glas-Effekt natürlich hier nicht so geil ist wie bei Minecraft und anderen Spielen wie Total Miner und so weiter. Aber wir bauen uns Kaktus ab, damit wir uns eine Kaktusrüstung machen können. So. Die von Anfang an eigentlich ganz okay ist. Die eigentlich Set-Effekt? Ich glaube, die hat sogar einen Set-Effekt, kann das sein. Komm, weg. So. Spinnen wir eben, warum auch immer. Och, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nee, oh, oh. Oh, nee. Das sieht nach Crimson aus. Nach der Crimson sieht das aus. Oder nach Dschungel. Nee, Crimson. Das ist Crimson. Oh nein, der Crimson. Der Crimson ist da. Digga, nee. Das mehr ich aber nicht. Oh, ich hoffe, es hat genug. Oh, ja, es hat genug. Noch Becke. Wirbel? Ah, das Wirbel ist dafür da, dass du das Monster. Also, es ist ein Item, um das Boss-Item zu craften. Das Interessante ist aber daran. Diese Monster, die hier rumlaufen, die können eine Crimson Armor droppen. Also Stücke davon. Wir haben keine Bomben, also können wir jetzt auch nicht cheaten und so einfach wie in der Corruption einfach so ein Ding kaputt machen, um eine geile Waffe abzugreifen. Das können wir leider gerade nicht. Weil ich noch keine Bomben gefunden habe. Aber manchmal spawnen die Herzen auch so beschissen, dass du die einfach abgreifen kannst. Aber ich habe jetzt keinen Bock, jetzt wieder den ganzen Weg hierher zu laufen. Eine normale Höhle? Schau mal, Goldschwert, Digga, ich bin der Babbo, Alter. Hey, die Gegner sind alle ziemlich groß hier. Naja, wohl, es wirkt eh alles hier ein bisschen größer, weil auf Konsole ist es ja auch viel mehr näher rangezoomt auf meinen Charakter als auf der PC-Version. Da wird mein Charakter jetzt nicht mal die Hälfte, glaube ich, davon groß sein. Deswegen ist PC-Let's Play von Terraria auch immer ein bisschen schwer zu anzuschauen, finde ich persönlich, weil alles so klein ist. Was auf der Konsolenversion von Terraria eigentlich geht, man sieht eigentlich gut, was gerade abgeht. So, nee, ich glaube, ich laufe mal weiter einfach. Ah, darf hier noch gar nicht sein. So, wieder ein Wirbel. Schön für dich. Schatzkiste oder sowas? Nein, natürlich nicht. Warum sollte hier auch eine Schatzkiste sein? Ah, da ist eine Schatzkiste. Warum sollte hier eine Schatzkiste sein? Oh, da ist eine Schatzkiste. So. Strahlen dran gekriegt, geil. Wieder ein scheiß Bumerang. Egal. Können wir alles verticken. Beim nächsten Händler, den wir uns ja bald holen werden. Und hier sind ein paar nette Riesenbäume. Und da unten ist ein Goblin-Speer. Was immer der hier uns tun hat. Nie einen Goblin-Speer gesehen. Ich glaube, von denen kriegst du die Items für diese Goblin-Armee. Oh, Goblin-Armee. Oh, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Die kotzt schon immer wieder an. Fällt hier gerade noch ein paar Bäume. Sehr schnell eine Axt. Ihr seht, das Holz stackt auch in der Luft. Glaube ich, oder? Nee? Doch, stackt. Das heißt, wenn es runterfällt und aufeinander fliegt, dann. Ja, ihr wisst schon, was stacken heißt, oder? Dann geht das auch zusammen und zusammen geht das dann oder aufeinander, ja gesagt, Mann. So. Stapelt. So, jetzt habe ich das deutsche Wort. Stapelt sich. Auch wieder eine Wüste. Das ist das Dungeon, Digga. Oh. Der Kreis. Also hier können wir noch nicht hin. Leider Gottes. Ich habe die Tür abgebaut. Jetzt können wir ein paar schwache Heiltränke abbauen. Ist da irgendwas Geiles drin? Irgendein geiles Wörterbuch oder sowas? Nee. Ich habe echt zu viel Scheiße. Dann werft das halt weg. Messingregal, Buch. Nee, brauchen wir auch nicht. Den Dreck brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Ich hätte hier gern was Schönes. Wasserbolzenbuch oder so, das wäre ganz cool. Aber das Wichtige, was ihr abgreifen können, sind Heiltränke. Ich darf nur nicht zu sehr reingehen, sonst kommt gleich der Kopf und der killt mich schon einfach mal so. Ist da irgendwas? Nein. Okay. Okidoki. So. Zack, zack, zack. Ich habe bestimmt irgendwo das Wasserbolzenbuch am Ende noch gefunden, aber naja, wir haben eh 0 Mana, also von daher. Das ist kein Ding, aber dafür haben wir jetzt 15 Heiltränke, das ist schon ziemlich gut. So, jetzt mache ich irgendwie so voll hässlich. Ja, scheiße.
Oh, Schleim verreck. Sieht auch, sieht wunderschön aus, das ich glaube, hier ist schon Ende der Map, oder? Erst dann sieht also wunderschön aus, wollte ich gerade sagen. Oh, ich überlege. Gib mir Kaktus. Nee, wir können nämlich eine Pyramide finden eigentlich in der Wüste. Ist natürlich nicht immer da, aber es ist auf jeden Fall geil, wenn man eine hat. Weil da kannst du Glück haben und zwei gute, richtig gute Items kriegen. So einen fliegenden Teppich und Sandstorm in der Bottle oder irgendwie sowas. Ein Sandsturm in einem Bottle. So, jetzt könnte ich natürlich YOLO Molo hier reinrennen. Mache ich jetzt auch, weil ich keinen Bock habe zurückzulaufen. Also entweder ich verreck jetzt oder ich krieg noch irgendwas. Gucken mal, ob wir irgendwas hier noch am Ende abgreifen können. Schwarze Tinte. Ich sehe aber gerade keine Schatzkiste. Oder? Doch. Ha! Nein! Nein! Scheiße, da waren zwei Tränke, die auch dich fans geben. Das wäre schön gewesen. Was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben scheiß Wasser beigekriegt. Ansonsten, was war da noch drin? Ihr könnt es jetzt ja mal zurückspulen, ich jetzt gerade nicht. Egal, wir haben einen schönen Ball gemacht. Einen schönen Ball. Da habe ich auf PC ja auch schon Fußball-Map und so weiter mitgebaut. Das ist nämlich einfach nur ein normaler Ball, den ihr rumwerfen könnt. Was am Anfang denkst du dir so, toll, was bringt's. Aber es ist eine ziemlich geile Sache. Deswegen, ich wünsche mir auch immer noch, dass es in Total Miner oder in Minecraft auch so einen Ball irgendwas gibt. Weil man damit einfach so viele Ideen umsetzen kann, wie Fußball und, keine Ahnung, Murmelbahn und Basketball und allen Scheiß. Das müssen die also echt mal bei Total Miner oder Minecraft auch mal hinzufügen. Fällt mir gerade ein, muss ich dem Total Miner Macher mal schreiben, ob das umsetzbar ist. Also ich denke mal, ist umsetzbar. So, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Bam! Kling, 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 bam! Nein! Kopf, nein! Ach, du Bananenshake, Alter, dann bleib mal stehen. So, dann ändert er so hässlich seine Textur. So, jetzt können wir wieder einsammeln. Den Wasserball. Aber hey, wir haben ein bisschen Kaktus eingesammelt. Wir haben 80, schon jedes 30, 60, 70. Das müsste, eigentlich könnten wir das machen, aber ich glaube, wir müssen erstmal noch so eine Kaktus-Workbench-Scheiße machen. Das sieht aus wie so ein das Kaktus-Schwert! Das ist gar nicht mal so scheiße ist. Die Rüstung? Doch, die Rüstung können wir ja auch schon machen, okay. Bam. Wie viel? 25 und den Helm. Ah, wir können uns gerade einen Wolfram-Helm machen. Einen Bleihelm. Ne, wir machen Kaktus-Helm. So, ich habe eine komplette Kaktus-Rüstung an. Hat den Effekt? Bonus-Held, eine Verteidigung. Yay, jetzt haben wir 5 Abwehr. Woo! Aber ich finde, die Kaktus-Armor sieht ganz cool aus. So. Jetzt würde ich gerade, was wir machen. Also eine Rüstung haben wir jetzt schon mal. Sind jetzt die dicksten Babos mit 5 Abwehr. Was machen wir denn als nächstes? Als nächstes. Komm, wir laufen mal links. Links laufen wir jetzt mal lang. Mit der Hoffnung, dass wir da noch was Geiles finden. Ich hab mich einfach hier mal runter zu buddeln. Warte mal, Karte. Ist der was? Wir buddeln uns jetzt hier einfach gleich runter. Wartet. Da. Wir buddeln uns jetzt einfach hier runter. Geht ja mittlerweile mit der Spitzhacke ziemlich schnell. Guck, jetzt leuchten wir nicht mehr so leicht, seitdem wir jetzt die Rüstung anhaben. Komisch. Ey, irgendwie ist bei mir auch immer dunkel, gell, gefühlt. Bin ein bisschen beschissen. Ah nein, scheiße, jetzt hätte ich den ganzen Müll ablegen können. Ach, scheiß drauf. Weißt du was? Wir machen das einfach gleich anders. Oh, Alter. Piss dich von mir. Der andere bleibt da oben stecken, nämlich. Wir machen es nämlich gleich anders. Wir tun hier unten einfach deine Schatzkiste hin. Die wir dann irgendwann hier wieder abbauen. Das ist ja kein Ding. So, jetzt hätte ich nur gerne mal hier was gesehen. Aha.
Und dort ist nämlich eine große Höhle. Och, ein Zombie-Eskimo kommt hier noch rein. Ja, danke schön. Nein, och Mann, ey, ich hab doch die ganze Verbindung gedrückt. Du Missgestalt, Alter. Ja, liegen da wegen Sternschnuppen rum. Hä? Nein? Nein. Da nehme ich auch noch eine. So, du stehst auch noch. Bitteschön. Was ist hier mit der Eiswelt? Nee, hier ist eine normale Höhle. Ich finde die Kaktusammer sieht irgendwie extremst geil aus. Stimmt, hier sind wir reingegangen. Das heißt, ich kann mich auch hier runterbuddeln. Mann, ist das toll. Ja. So. Nicht zu tief. Ja, genau. So, jetzt laufen wir hier rum. Ja, zum jetzigen Moment, du kannst da vorne deinen dicken Finger lutschen, Alter. Ich habe gesagt, du kannst deinen dicken Finger lutschen, Mann. Jetzt verpiss dich doch einfach mal von mir. So. Fackel rausnehmen, damit ich was sehe. Och, jetzt ist hier alles wieder überflutet. Das geht mir ein bisschen auf die Eier, dass hier überall Wasser ist. Lass mich raten, unter uns noch Wasser? Ich sehe es gerade nicht wegen dem Mikrofon, ob unter uns Wasser ist oder nicht. Sieht aber sehr nach komplett Wasser aus. Ja, dankeschön. Das ist aber auch noch eine Höhle. Geht ja schnell mit der Spitzhacke. So. Ist das richtig richtige, das neben uns keine Höhle? Oder bin ich gerade. Nö, da ist nix. Aber Leute, das gehört zu Terraria dazu. Und ich sehe gerade, oh, die Sonne geht draußen auf. Richtig geiles Wetter. Hier noch ein paar, noch glaube ich, jetzt noch ein paar, werde ich noch weiter aufnehmen. Und dann bin ich erstmal draußen. Schön braun werden hier. Ein bisschen Sport wieder machen. So, komm. Eisblock. Ja, ja. Ist das interessant. Für euch noch ein bisschen Licht zu machen. So. Oh, sieht das schön HD aus. Ich habe neben auf meinem Bildschirm gucken. Wunderschön. Was haben wir denn da hinten? Noch mehr Wasser, gell? Oh, und drei Dämonenaltare. Toll! Och, Alter, das kann doch nicht angehen, dass wir jetzt so lange hier buddeln müssen, dieser scheiß Eisscheiße, um dann mal einfach mal eine Schatzkiste zu finden. Schabelode nochmal. Oh, unter uns ist etwas. Man glaubt ja kaum. Wow. Toll. Wow, toll. Sau viele Sachen gibt's hier. Unsere Entdeckungen werden ja immer besser. Oh, da hinten geht's ja weiter. Dann bulle ich mich lieber mal da lang. Und wow, da unten ist ein Eisschleim. Mann, ist das bombastisch, meine lieben Leute. Mann, ist das... Arschloch. Ja, eine Fackel hinsetzen. So, weiter geht's mit dem Spaß hier. Mit dem Spaß des Runterbuddelns. Dum-d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 um. Oh, ein bisschen Bleierz. Oh, ist das schön. Oh, Bleierz. Das ist es. Ja, mit der Bleirüstung wäre ich auch schon besser. So, komm. Aus hier ohne Höhle? Rechts ist eine Höhle. Und da war ich aber schon. Zum Kotzen ist es doch. Zum Glück gehen die Spitzhacken nicht kaputt. Das wäre komplett tot. So, im Mund noch weiterlaufen und den Bäumen aufs Handy gucken. Oh. Sie haben drei neue WhatsApp-Nachrichten. Toll! Cool. Gib mir mittlerweile immer mehr auf die Eier. Zack. Runter da. Oh Leute, ich weiß echt nicht, was hier los ist. Ich entschuldige mich schon mal dafür, aber irgendwie ist hier nichts.
Die komplette Eiswelt ist extremst für den Arsch. Ich überlege gerade, ob ich mir gleich nebenbei noch eine zweite Welt mache. Geht das hier überhaupt? Mit seinem Charakter? Ja, doch. Und da eine kleine Welt machen und da in die Eiswelt gehen. Um da ordentlich was looten zu können, weil bei uns es gibt irgendwie so gar nichts. Es geht mir gerade so ein bisschen auf die Eier. So, nein. Jetzt natürlich wieder auch nichts. Yay! Auf PC hätte ich jetzt schon locker 10.000 Schatzrungen gefunden. Aber die Xbox sagt nein. Och, Alter. Mach's halt wieder so. Rücken kratzen hier. Jetzt gib mir doch endlich. Endlich eine Schatzkiste. Ich habe jetzt schon seit, das ist der vierte Part, wo ich hier schon am Arbeiten bin, um hier mal eine Schatzkiste zu finden. Aber man findet sie einfach nicht. Alter, nein, andere Steuerung, so. Alter, ich bin doch gleich in der Hölle, wenn das so weitergeht. Daneben ist hier scheiße. Und ist auch scheiße. Ist überall scheiße. Und weiß ich auch schon, ist alles scheiße. Ja, ja, ich merke schon. Ihr merkt, wie viel Spaß ich gerade habe hier beim Runterkrabben. So. Bam 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 bam. Eisblock für Eisblock. Ich überlege, wenn wir jetzt mit unserer scheiß Wood, also mit unserer Holzspitzhacke noch werden. Mit unserer Kupferspitzhacke. Wäre das alles, glaube ich, nochmal ein bisschen, würde das noch ein bisschen länger dauern. Oh, da unter mir ist ein Raum, ich glaub's ja nicht. Oh, ein Raum. Oi, 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 oi. Wow. Cool, ein Raum mit Wasser. Yay, dankeschön, bitteschön, wow, super, yay, yay. Und die Terraria-Fans schreien, oh. Nein. Eisblock. Eisblock. Schon wieder ein Eisblock. Und schon wieder ein Eisblock. Oh, und schon wieder ein Eisblock. Ist das schön. Ist das schön. Ihr merkt, ich weiß gerade nicht, was ich kommentieren soll, während ich diese interessante Arbeit hier verrichte. Die ist ja noch... Naja, sie ist nicht ganz so beschissen wie bei Minecraft Holzfällen am Anfang, aber hey... Ich muss mich nicht bewegen, ich muss gerade nur links, rechts, links, rechts, links, rechts. So. Eisblock für Eisblock. Zack, zack. So, jetzt sind wir wieder in der alten Höhle. Was jetzt weder toll ist noch... Ach, hier sind wir, wo die gepiekten Eisdinger waren, die mich direkt umgebracht haben. Drecksäcke, hier, guck, wie viel die aushalten, Alter. Ich hasse die Viecher. So. Der ist tot, hier bin ich nämlich gestorben. Ach, wegen dir, danke, Falle. Warum ist hier jede Falle direkt mit Gift besetzt? Auch scheiße. Fackel hin, da seht ihr auch, wie der dumme Schleim hier am Rumschießen ist. So, was haben wir denn hier für Kristalle? Teil, ich nicht einsammeln kann. Jetzt schon, oder? Amethysten. Oh, ich will nur raus aus dem Wasser, aber ich kann nicht wegen euch dabischen Idioten. Komm, schneller. Achso, ich hab ja schon den. Bin ja schon frei. So. Ach, komm jetzt. Nein. So. Und jetzt wieder nach unten buddeln. Yay! Cool! Yeah!
Yeah. Was im Inventar ich eigentlich überhaupt nicht mehr brauche. Nö. Das ist ziemlich wichtige Sache. Ich muss eigentlich bis jetzt auch keine Waffe oder sowas rausschmeißen, weil ich ja bis jetzt noch nichts Gutes gefunden habe. Was das irgendwie ersetzen könnte. Och, Alter, geht mir das auf die Eier. Ja, jetzt geht das Wasser da runter. Ist hier alles voller Wasser? Ich weiß es nicht. Geh da mal rein, du Kackwasser. Oh, da unten ist eine Höhle. Man glaubt ja nicht. So. Sorry, Leute, dass ich so interessiert bin. Och, jetzt kommt, jetzt. Jetzt bin ich wieder in der größeren Höhle. Und jetzt, du Drecksspiel. Jetzt musst du mir doch mal bitte, bitte irgendwas geben. Es kann doch nicht sein, dass ich hier seit... Och man, hier darf ich einen Spinnen nehmen. Seid ihr jetzt weg? Ja. In den Höhlen ist nichts drin. Nichts. Oh, es regnet. Toll. In den Höhlen ist nichts drin. Wirklich gar nichts. Gar nichts. Und man fällt überall runter, ich hätte gesagt, falsch an. Ey, das war noch nie so extrem auf PC. Richtig beschissen. So, jetzt gleich, wenn ich den fünften Part aufnehme, hoffentlich, da laufe ich erstmal eine Kunde nach links und dann gehen wir nochmal die Eiswelt und dann finden wir verdammt nochmal eine scheiß Schatzkiste. Aber ihr könnt dem Video trotzdem einen dicken Daumen bis zum Himmel geben und ganz wichtig schön kommentieren. Und wenn euch das Video besonders gefällt, könnt ihr natürlich auch teilen, euren Freunden empfehlen, eurer Oma empfehlen und sonst wem. Und mich, wie gesagt, abonnieren, babonieren, ihr wisst schon, was ich meine. Also haut rein und bis zum nächsten Part, euer Konsumant so.